Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Jetzt Green Hell. Leute, habt ihr das gesehen? Da waren kleine Wasserschweine und die hatten komische Farben. Voll süß. Und hier irgendwie wächst hier auch voll viel Pflanzenzeugs, ey. So, jedenfalls sind wir hier an unserem Camp. Ich habe geschlafen, wir haben ganz früh am Morgen. Unsere Werte sehen gut aus, seht ihr? Gleich 6 Uhr. Werte sind super. Können wir vielleicht noch ein Stück Fleisch essen, wenn wir irgendwo was finden? Ja. Ein bisschen Krabbenfleisch, Arafleisch. Passt auf, dann lasst uns hier mal noch. Nein, die waren gerade noch gut. Ah, schade. Sollen wir uns so ein Schweinchen jagen? Oje. Oje. Entschuldigung. Gott, sehen die cool aus. Tapir Baby. Tapir Baby? Hä? I'm sorry, buddy. Tut mir leid, Kumpel. Ja. Das arme kleine Ding. Ein Schädel, Tierhaut, dreimal Fleisch, total überladen, dreckig. Er hängt das Fleisch gleich hin, oder? Glaube, ich weiß. Wir haben noch die komische Aufgabe offen, das. Jetzt passt auf, Leute. Geht's vom Gewicht her? Ja, es geht. Wir haben doch noch die Aufgabe hier, die Trommel zu bauen. Dann war das bestimmt für die Trommel, oder? Oh, Banane. Banane. Iggy, wie sieht's aus? Banane sind gut, oder? Hallo? Was ist jetzt? Wieso ist das so langsam? Okay. Ein guter. Hier ist auf jeden Fall unsere Opferstelle. Ja, und da ist die Trommel. Das war auch noch eine Aufgabe. Warum ist er jetzt so langsam? Ihr Trommelfell hineinstecken. Liane. Looks good to me. I hope he will like it too. Sprich mit dem Ältesten über die Trommel. Ja, jetzt machen wir halt noch hier. Ich habe eine Trommel für dich und das Ritual gemacht. Das ist sicher ein fantastisches Fell. Ein falsches Fell. Oh. Bis dann. Jetzt sollen wir mal trommeln. Okay, Trommel funktioniert. Hallo? Bis dann. Ja, tschüss. Oh, guck mal, Nahrungsration. Oh, guck mal, Nahrungsration. nee, wir sind nicht gierig, wir nehmen nur alles. Und pass auf, lass uns mal waschen gehen kurz. Tagebuch schauen wir auch gleich rein. Waschen. Sehr gut. So, Tagebuch. Was will er? Schließe das Ritual ab und dann finde ja Bahuaca. Okay. Was haben wir hier? Hallo? Kleiner Setzkasten, großer Setzkasten, was? Hey, da war doch gar nichts Neues. Hier sind Trommeln. Tapir Baby Tierhaut zweimal. Oh nee, aber ich möchte die süßen kleinen Dinger nicht nochmal töten. Das reicht jetzt einmal hier. Das war echt goldig, ey. Lass uns lieber hier das Ritual machen. Herstellen, kleiner Stock. Großer Stock. Blut erforderlich.
benutzen. Dann nehmen wir von hier, oder? Ein trockenes Blatt. Haben wir extra mitgenommen. Und los geht's. Startet das Ritual. Seid ihr bereit? Los geht's. Lecker, lecker. Plötzlich hat er wieder Pfeil und Bogen in der Hand gehabt. Boah. Blutrot. Oh, leck. Bin gespannt, was wir jetzt tun müssen. Ui. Okay. Okay. Ich kenne diese Symbole nicht. Doch, das hier könnte so ein Schweinchen sein, oder? Allerdings das sein soll, weiß ich nicht genau. Das könnte eine Schildkröte sein. Und das hier. Puma oder sowas, oder? Was ist damit? Was ist hier in der Höhle? Bricht das Ritual ab? Nee, auf keinen Fall. Boah, sind das wieder Farben hier? Hui! Da hinten fliegt was. Kann ich Waffe wechseln? Nee, kann ich nicht. Ah, aber ich kann. Okay. Der fällt niemals um. Boah, was bist du? Eine Riesenratte. Ist uns beim letzten Ritual schon aufgefallen, dass alles viel größer war als wir, gell? Junge, was bist du, ey? Wie schön. Dick hübsches Ding. Was müssen wir jetzt hier tun? Wir können ja nur schlagen irgendwie. Oh, guck mal, da ist eine Schildkröte. Okay. Ah, Success. Ah, müssen wir dann jetzt mit dem Speer? Boah. Man fühlt sich selber richtig benebelt. Was könnte es sein? Ein Puma? Vielleicht? Und dann könnte es Pfeil und Bogen sein, oder? Das wird ja kein Speer sein, wenn wir jetzt einen haben. Ich kann nämlich Waffe nicht wechseln. Müssen wir mal schauen, da ist was Rotes. Das sind Schweine. Die müssen wir bestimmt mit Pfeil und Bogen. Das zieht eine Feuerspur. Aber Damage macht da keiner. Da ist wieder eine Schild hier. Hallo. Jo, krasser Stoff, ey, was er sich da alles reinpfeift. Auch voll schön hier. Da ist eine Ratte. Ratte wird es nicht gewesen sein, oder? Sah eher aus wie so ein Puma-Verschnitt oder sowas. Jo, guckt euch den Vogel an, ey. Krass. Krass. Ja, guck mal da vorne. Das könnte doch sowas sein, oder? Hallo, sind Sie hier Riese-Echse? Okay, das war wohl falsch. Dann brauchen wir jetzt eine Krabbe mit Pfeil und Bogen. Dann schauen wir doch gleich mal, ob wir das jetzt hier richtig haben, dass es Pfeil und Bogen sein soll. Krass, ey. Was hier abgeht. Krabben sind bestimmt am Fluss, oder? Krabben am Fluss. Davor. Hä? Die haben einen Kochlöffel in der Hand. Seht ihr das? Komm mal her.
Da schwimmt ein Kochlöffel. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Eine Krabbe mit einem Kochlöffel. Ha, super. Okay, dann mit dem Schwert die Tapir-Schweinchens-Dinger da. Das war auch falsch. Okay, krass. Was soll denn das sein? Wir sollen ein E jagen. Ah, ist das vielleicht eine Maus von oben ohne Füße? Brauchen wir da so eine Riesenmaus? Da unten läuft einer, oder? Es gibt nicht mal Fallschaden, das war jetzt voll riskant. Nee, das ist keine Maus. Ach, da muss man aufpassen zwischen Wasserschweine und denen Dinger. Okay, kapiert. Hallo? Kleiner Süßer. Da oben war eine Maus, oder? Ja. Ja, yeah. Also das erste schaffen wir immer. So, Pfeil und Bogen. Das könnte so ein Leguan von drüben sein, oder? Den wir drüben gefunden haben, sollen wir mal ein bisschen Gas geben. Und Pilze einsammeln? Nee. Hallo, Frau Maus, tut mir leid. Aber die sind ja eh nicht echt. Das ist ja hier alles Fiktion. Die klingt zwar irgendwie nach Tiger. Was bist denn du, Junge? Du bist ja Caesar. Weil das Streicheltier. Streichelzootier, so. Gut, gut, gut. Warum brauchen wir jetzt so ein kleiner... Ah! Es könnte so ein kleiner sein. Der war ja voll goldig. Wo ist er? Ist er noch am gleichen Ort? Ihr seid Schweindel. Weil das Mini-Mini-Ding. Ja, umgekehrte Welt, oder? Hier zwei Stück. Yeah, es war richtig. Okay. Nächster Step. Wir sind bereit. Oh. Das sieht jetzt nach echter Welt wieder aus. So ein Püppchen. Ja, das hier ist Realität. Das sieht wieder nach harter Realität aus hier, ja. Ja. 46, 32. 46. 38, 37, 32 da oben. 46, 32. Was ist jetzt, wenn wir nach Norden gehen? Kommen wir in das neue Gebiet? Oder wo sind wir? Ah. Hier unten muss man im zweiten Teil, hier kam man raus, oder? Ja, das ist der See. Da steht auch ein Shelter von damals, ja. Genau.
Ja. Gut. Das heißt, ich weiß, wie wir ins Dorf zurückkommen. Wir müssten 4632 haben wir gesagt, gell? Aber hä? 4532. 45. 32, wir sind hier an dem See. Wir können jetzt hier rüberlaufen. Die Frage ist, macht das Sinn? Hallo, Higgy, wo hängst du? Ist ein Stein. Die Frage ist, macht das Sinn? Was sagt unser schlaues Buch? Binde ja Bahuaka. Ja, die Rätsel habe ich noch nicht alle gelöst. Wagi, Ungaraka. Sollen wir mal zurück ins Dorf? Zu denen? Mal gucken, ob die uns einen Hinweis geben. Vielleicht haben die ja was Schlaues für uns. Ja, beruhigt euch. Fuck. Uff. Junge. Zum eh gleich wieder total überladen. War klar. Lauf und schmeiß die Knochen raus. So. Ach so. Dann die Maden. Wie war denn das, dass man den ganzen Stapel da versetzen konnte? Die Tasche vergessen, Leute. Fleisch hätte ich gern mit. Danke. Die kleine Murmi. Da oben für eine Höhle. Eine Höhle auf Ehren kann niemand verwehren. Ein bisschen Harz. Nee, ich hätte gern den Speer. Danke. Ja, genau. Geht schon los. Oh Leute, wo sind wir jetzt? Okay, hier ist gar nichts. Nixe, nixe, was uns weiterhilft. Nein. Lass uns wieder rausgehen. Nein, hier ging es zu dem Dorf wieder zurück. Mal gleich mal ein bisschen was sehen. Hier ist doch eine Lichtung. So, wo sind wir jetzt? 4729. 47, 29 ist hier nicht mehr drauf, das ist gut. 47, 29, wir sind hier. Also müssen wir jetzt nordöstlich.
Da lang. Iggy, Vorsicht. Ganz langsam runter hier. Genau. Ja, Schweinchen, pass auf, hier kann ich dich waschen. Nochmal. Nochmal. Mann. Sehr gut. Ja, schon gut, beruhig dich. Krabbe. Nordöstlich wollte man. Wir wollten nordöstlich gehen, dann tun wir das auch und bleibe nicht stehen. Da unten ist's, oder? Ja. Gefunden! Hallo! Wir haben euer Ritual beendet und sind auf der Suche nach Hinweisen, wo es denn weitergeht. Können Sie uns da helfen? Okay, nee, kann er nicht. Also kann er vielleicht schon, aber will er nicht. Okay, dann lass uns doch mal schauen. Wir sind mit der Karte aufgetaucht. Vielleicht mal in das Dorf zurückgehen. Könnte man ja eigentlich machen, oder? Passt auf, ich... geh mal zurück. Und speicher mal ab. Und dann gehen wir mal ein Stück zusammen. Bis wir das alte Dorf finden. So Leute, wir sind zurück am Camp. Ihr seht's, ich habe Fieber. Auf dem ganzen Weg lag genau eine Schlange rum und wäre schon nicht reingetappt. Ja, ich. Ja, freilich. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Nee, ist natürlich ein Scherz. Jetzt habe ich gedacht, gehen wir hier mal zusammen den neuen Weg, weil im Prinzip bin ich jetzt hier einfach nur zurückgetappt. Und an hier erinnere ich mich schon wieder nicht mehr so gut. Obwohl das ja eigentlich der Weg war, den man damals in die neue Welt gekommen ist, gell? Ein Haufen Mäuse. Mäuse sind mir ganz recht, Spinnen wären schlimmer. Okay, da liegt sogar eine. Also ich war hier noch nicht versprochen. Jetzt gerade eben, zumindest nicht. Da lag wieder eine Spinne verdorben, okay. Und da geht's wieder raus. Da vorne ist ein Schweinchen. Wir sind jetzt 43, 33. 43, 33, ja? Genau. Und müssen jetzt südöstlich. Also geradeaus. Pass mal auf. Nimm das Herz mal mit. Oh, er wird müde. Ah, was ich aber noch gemacht habe. Was ist das hier für ein Drecksloch? Was ich noch gemacht habe, ist hier das Fleisch. Da drüben sitzt einer. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Vielleicht aber auch ein gutes. Müde Hygiene ist natürlich schlecht jetzt. Aber es ist auch schon spät, gell? Wir gehen mal ganz elegant um den Krieger drumherum. Haben wir gerade gar keine Energie für. Sind wir noch richtig? Südöstlich, ja. Da müssten wir eigentlich
halt unser Ziel erreichen. Es wird jetzt auch dunkel. Da vorne ist das Camp. Beziehungsweise das Dorf, wo wir das erste Ritual gemacht haben. So, bin ich gespannt, ob die uns weiterhelfen können. Ansonsten wird mir jetzt noch einfallen, nochmal zum Schiff zurückzugehen. Hallo, Meister? Nee. Der Muagi-Chef hilft uns auch nicht weiter. Okay, dann bitte ruhig bleibe, ey. Ganz ruhig. Dann lasst uns mal, bevor der arme Higi hier umklappt, zurückgehen. Habe ich mich jetzt vor dem Donner erschrocken? Wir sind gleich daheim. Fall einfach nicht um, okay? Und hol dir hier keine Ekels. Kurz einen Knicks. Und dann schlafen wir jetzt. Dann schlafen wir jetzt. Und dann gehen wir mal noch ganz kurz zusammen. Ne, schlaf ruhig noch weiter, dass unsere Leute was sehen. Ich sage bis 5 Uhr, dann bauen wir ihn ein bisschen auf. Ja, okay, war jetzt länger, egal. Jetzt bauen wir ihn ein bisschen auf. Hier, kannst du eine Frucht holen. Doch zwei, ein paar Nähnchen hängen hier. Schön, der eigene Garten. Kriegst du ein Fleisch und das und das Palmherz. Komm, alles rein. So, was fehlt? Wasser. Wasser und ein bisschen Fett. Haben wir hier einen Nussbaum? Nussbaum haben wir auch. Die bringen Fett. Und Wasser war, glaube ich, hier unten irgendwo. Ach, schau. Da tropft das Fett vom Baum. Sehr gut. So, Wasser war hier. Guck's dir an, alles da. Alles rein, dann machst du dir dein Bidon noch voll. Da ist noch drin, perfekt. So, dann lasst uns mal noch zusammen Richtung Schiff laufen. Was ist hier los? Nix. Die Falle ist ausgelöst, aber nichts drin. Hallo? Ja, jetzt kein Grund so rumzuschreien, Jungs. Egels? Ganze Egelfamilie. Versuche mich gerade zu erinnern, ob man im Trailer irgendwas gesehen hat, was auf ein bestimmter Ort für einen Übergang deuten könnte, aber so schlau bin ich nicht. Da war eine Schlange. Die ist weit genug weg. Schlangenvergnügen hatten wir heute schon. Jetzt bin ich falsch abgebogen, oder? Ah ja. Wasser ist sauber. Dann trink noch einen Schluck. Bin ich denn jetzt? Ah, ich bin hier, wo man die geile Aussicht hat. Jo, schaut mal, nice. Hilft uns nur nicht weiter, gell? Aber da hinten? Da hinten ist doch neues Land. Wir schauen jetzt in Richtung...
Süden. Kommen wir da irgendwie rüber? Ich meine, das war im letzten DLC noch nicht. Bin der Meinung, dass da alles voll mit Meer war. Hallo. Oh, Ameisen. Immer schön vorsichtig, Jigi. Du weißt, die Gefahr lauert hinter jedem Stein. Was ist das? War das schon immer so? Da kann man hoch. Ah doch, ich glaube, das war dieses eine Rätsel, oder? Da drüben ist dann fertig. Ja. Das hat man hier schon. Ja gut, Leute, ich habe im Moment keinen Plan. Wo man da hin soll. Wo der Weg. Der Weg uns hinführt. Da ist eine Brücke. Wie kommt man da hin? Kann natürlich auch sein, dass die Brücke es auch schon immer gibt. Bei mir ist nichts ausgeschlossen. Wisst ihr? Hallo? Iggy, gerade eben hast du es noch geschafft und jetzt willst du nicht mehr, oder was? So, doch hier lang? Hier war das, das haben wir auch schon, ja. So, und wo war jetzt die Brücke? Die ist jetzt weg, oder was? Naja, stehe ich total drauf auf so Höhlen. Ach, jetzt sind wir hier unten. Okay. Ich habe heute leider keine Brücke für dich. Lang. Was jetzt? Ist wieder festgehängt. Du armer Kerl. Da drüben war ein Mörder. Was ist, wenn man hier dahin muss, wo ich jetzt hinziehe? Wenn ich nur eine Orientierung hätte, dann wäre das richtig nice. Aber so wirklich geil ist meine Orientierung nicht. Aber das kriegen wir schon hin, oder? Sieht aus, als wäre das voll nah. Und von hier, es sieht von hier ganz anders aus als von da drüben. So ein großer, hoher Felsen. Lass uns da mal drum rumgehen. Kann ja wohl nicht sein. Das Spiel will uns doch veräppeln. Aha, da war eine unsichtbare Mauer, deswegen tat er sich gerade so schwer. Hier ist wieder eine. Oh, fall da bloß nicht runter. Hier standen wir doch gerade. Da war weit und breit nichts von der Brücke zu sehen.
Dann schon wieder die unsichtbare Mauer. Leute, ich weiß nicht. Entweder ich bin verdammt nah dran oder ich befinde mich total auf dem Holzweg. Eins von beidem. Eins von beidem. Wird's schon sein. Hallo, Herr Schwein. Können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Und hier sieht man jetzt gar keine Brücke mehr, also. Lasst uns mal zum Boot gehen. Und dann schauen wir uns das vom Boot nochmal an. Ein kleiner Stock. Ne, da springen wir auf gar keinen Fall runter. Ja, da kann ich pfeifen, kleines Ding. Trink nochmal einen Schluck. Hier liegen auch lange Stöcke. Ich habe... Kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwas angefangen habe abzuholzen, oder? Wofür? Das war ich nicht. Gehen wir hier mal durch? Nee, ich hätte gern den Speer, danke. Hallo? Nee? Okay. Gott, Alter, erschreckt mich doch nicht so. Rennt einfach was auf uns los. Wasser sauber, den haben wir schon. Das heißt, wir waren hier auch schon. Knifflig. Knifflig, knifflig. Sind wir unten beim Boot, oder? Ja. Und hier gibt es irgendwie auch kein neuer Weg oder so. Nee. Okay, Leute, dann machen wir hier Schluss. Hallo. Ich versorge unseren Higgy. Und mach mich schlau, wie wir da rüberkommen. Muss ja einen Weg geben, oder? Vielleicht bin ich aber auch komplett falsch und wir sind umsonst hier blöd rumgeeiert. Gibt's hier vielleicht irgendeinen Hinweis? Wasser schmutzig. Matratze zum Schlafen. Wasser schmutzig. Also ich meine, das da ist neu. Was mir jetzt nur die ganze Zeit schon aufgefallen ist. Die Brücke sieht man nur von der einen Position aus. Jetzt sieht man sie auch wieder nicht. Und irgendwas ist an der Brücke seltsam. Ich traue ja noch nicht. Ich muss das aufmachen. Mir ist so noch nie aufgefallen, das Ding. Okay, Leute, ich schlapp hier noch ein bisschen rum. Und sobald ich was erreiche, hole ich euch natürlich dazu. Ganz klare Geschichte. Danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.